Hallo, mein Name ist Sophie Passmann und ich beantworte heute Fragen von Freunden von Freunden. Ey, hallo Sophie Passmann, guck mal hier. Ich habe die Bruce Springsteen-Platte aus Japan. Cool, ich weiß. Wir hatten ja mal einen ganz tollen Abend zusammen in einem Bierlokal an der Punkstraße. Das war echt super. Bisschen traurig für mich, weil du wurdest 5-mal erkannt und ich 0-mal. Aber war trotzdem super. Und deswegen, weil der Abend so schön war, wir es bis jetzt nicht geschafft haben, uns wiederzusehen. Hier ist die Frage. Sophie, wie geht's dir eigentlich? Ist alles in Ordnung? Herzlichen Glückwunsch zum neuen Buch. Dein Tisul. Thies hat diese Sache in seinem Blick und in seiner Aura, dass man, wenn er fragt, wie geht's dir, sofort sich in ihn reinkuscheln möchte und sagen möchte, jetzt erzähle ich dir mal, wie es mir wirklich geht, Thies. Hallo Thies, danke für die Nachfrage. Du wurdest übrigens 3-mal erkannt. Du wurdest übrigens auch von sehr schüchternen Jungs in Converse sehr oft angestarrt. Die haben sich aber nicht getraut, dich anzusprechen, weil so eine aggressive Frau mit einem großen Pilzbier vor der Nase neben dir saß. Mir geht's okay. Corona nervt ein bisschen. Buch rausbringen während einer weltweiten Pandemie ist ein bisschen Stimmungsdrücker. Zwischendurch fühle ich mich wie die eine Person auf der Party, die diese sehr langweilige Geschichte zu erzählen hat, während gerade jemand strippt und währenddessen Karaoke singt. Ansonsten ist alles ganz cool. Ich würde sehr gerne wieder mit dir Bier trinken. Vielleicht kommt das bald wieder. Wie geht's denn dir, Thies? Wann kommt denn dein nächstes Buch? Soll ich von der Lektorin fragen? Ah! Liebe Sophie, wann hast du zuletzt geweint und warum? Ist Karin Köhler einfach der beste Mensch der ganzen Welt? Das letzte Mal vor Wut geweint habe ich, als ich rasend frauenfeindliche Buchrezensionen auf Literaturblogs gesehen habe zu fantastischen Romanen von Hansa-Autorinnen. Das letzte Mal vor Traurigkeit geweint habe ich 17. Staffel Grey's Anatomy, Folge 4. Karen, wann hast du das letzte Mal geweint? Sag doch mal, im Internet. Liebe Sophie, herzlichen Glückwunsch zu deinem Book-Release. Und ich hätte eine Frage an dich. Und zwar hast du letztens mal gesagt, in einem Podcast, glaube ich, dass du noch nie auf der Frankfurter Buchmesse geknutscht hast. Meine Frage an dich, wer wäre denn ganz oben auf der Liste gestanden? Schick mir eine DM oder beantworte es für alle. Sei mutig. Danke, ciao. Ist Dennis Scheck Single? Ich habe wirklich noch nie auf der Buchmesse geknutscht. Auf keinen, auch auf Leipziger noch nicht, oder? Du bist ja immer bei mir dabei. Ja, nee, ne? Lief nicht, es lief bisher gar nichts. Wen gibt's denn? Wen gibt's denn, mit dem ich rumknutschen wollen würde? Irgend so ein Amerikaner, damit es nicht peinlich wird auf der nächsten Buchmesse, wenn ich mit jemandem, über den ich jetzt so rumlechze, nebenan stehe. Och, Jonathan Safran Foer, oder? Ist der jemals auf der Frankfurter Buchmesse gewesen? Nee, Foer. Jonathan Safran Foer. Du, wir sind First Name Basis an dem Punkt. Das ist dann egal, wie der mit Nachnamen ausgesprochen wird. Dim, 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 dim. Stell dir vor, dein Vater und deine Mutter wollen dich mal richtig von Herzen loben. Was würden sie dann sagen? Die Westermann, ne? Das ist unfassbar. Stellst du ein, alle stellst du vor, wie geht's dir, was machst du? Und Christine Westermann, einfach Gesprächstherapie in einer Frage. Ich weiß es nicht, Christine. Wenn ich mich richtig loben wollen würden, würden sie sagen, ich bin stolz auf dich? Ist es ein Satz, den Eltern sagen können? Okay, ich bin stolz auf dich. Hast du gehört, Mama? Wann sehe ich eigentlich Christine mal wieder? Mir wurde versprochen, dass Christine Westermann hier ist. Deswegen bin ich überhaupt hier. Komm gleich wieder. Komm gleich wieder. Mhm. Ja. Liebe Sophie Passmann, meine Frage an dich hier aus der Parteizentrale der SPD. Was würdest du als allererstes tun,
wenn du Königin von Deutschland wärst? Wahlen ansetzen, um mich abwählen zu lassen. Dann würde ich den Mindestlohn auf 15 Euro ansetzen, Leiharbeit verbieten, eine Grundsicherung erhöhen und definitiv nicht daran koppeln, ob jemand rechtzeitig irgendwelche Unterlagen abgibt. Und dann würde ich dich wieder zum SPD-Generalsekretär machen, lieber Lars. Weil du der Partei dienst und der Sozialdemokratie. Ich habe gerade so einen kalten Schauer. Ich habe so einen Willy Brandt-Schauer gerade. Das wird jetzt ein bisschen länger. Wer ist er denn? Hallo Sophie, hier ist Helge aus Berlin. Und du siehst schon, dass... Ich mag, wie Helge aus Berlin sei, als würde er gerade bei Radio 1 anrufen und sich einen Song von Bruce Springsteen wünschen und nicht, als wäre er Editor at Large von diesem Laden hier. Helge aus Berlin, ich bin gerade auf der A2 unterwegs und wollte alle grüßen, die mich kennen. Du siehst schon, dass ich mich vor mein Bücherregal gestellt habe, und zwar an der Stelle, an der Thomas Mann steht. Und bevor ich jetzt meine Frage an dich stelle, möchte ich dir eine kleine Wette anbieten. Du liest den Zauberberg von Thomas Mann und gleichzeitig darfst du mir ein genauso langes oder auch kürzeres Buch auf das Auge drücken von einer Frau, Virginia Woolf oder Christa Wolf oder DuPont oder wer auch immer, und dann machen wir den ultimativen Literatur-Gender-Clash und wir diskutieren darüber, wie gut und wie schlecht dieser Zauberberg und wie gut und wie schlecht das Gegenbuch von Sophie Passmann ist, ja? Also diese Wette möchte ich gerne mit dir eingehen. Wir können das dann sogar auf irgendeiner Plattform machen, sodass die Welt beurteilen kann, wer die besseren Argumente hat. Jetzt meine Frage. Weil so funktioniert das Internet, Helge. Man trifft sich einfach Marketplace of Ideas und dann gewinnt der, der die besseren Argumente hat. Wenn du dir vorstellst, wer du in 10 Jahren bist, denkst du dann eher, dass du eine Journalistin bist, eine Buchautorin bist oder eine Schauspielerin oder eine Talkshow-Gastgeberin oder eine Influencerin in diesem Internet oder Ärztin oder Wissenschaftlerin? Das interessiert mich wirklich. Das ist jetzt keine Quatschfrage. Ja? So, alles Gute und bis bald. Dein Helge. Tschüss. Hallo Helge. Ich werde definitiv keine Journalistin sein, weil mir der Job einfach zu anstrengend ist. Es ist ganz schön anstrengend, Journalistin zu sein, glaube ich. Deswegen mache ich es nicht. Wenn ich mir so anschaue, ich habe befreundete Journalisten und Journalistinnen, die sitzen so richtig mit Notizen darum. Bei Notizen hört es bei mir schon auf. Da bin ich mitschreiben, wenn jemand was sagt. Das ist mir, da bin ich raus. Schauspielerin sehe ich auch nicht. Ich glaube, ich möchte Talkshow-Gastgeberin sein. Weil das interessiert mich, Helge. Da würde ich mal gerne nachfragen. Wie war das genau? Ich glaube, es ist aber Ausschlussverfahren. Ich glaube, ich gucke einfach das, was ich am wenigsten nicht könnte. Und das wäre Talkshow-Gastgeberin. Will er damit sagen, dass, weil ich... Denkt er, ich hätte den Zauberberg von Thomas Mann nicht gelesen und er sagt im Gegenzug, ich lese da mal was von dieser Nachwuchsautorin Virginia Woolf. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Nee, cool, Helge. Zugabe. Ah, ich hatte gehofft, dass Christine eine Zugabe macht. Wenn du irgendetwas aus dem Wohnzimmer deiner Eltern, Bücher mal ausgenommen, also wenn du irgendetwas aus dem Wohnzimmer deiner Eltern mit zu dir nach Hause nehmen müsstest, Sophie, was wäre das denn? Meine Eltern haben eine ganz fantastische Sache im Wohnzimmer. Und zwar, weil ich eine wahnsinnig talentierte Schwester habe, die fantastisch zeichnen kann. Wir haben mal irgendwann von irgendwelchen Großeltern, Urgroßeltern einen in so ganz kitschigen Goldrahmen gefasstes Ölgemälde von einem Pferd, von einem wahnsinnig schönen Pferd bekommen. Es ist einfach, das Pferd steht da so im Stall rum und ist gemalt. Und meine Schwester hat im ähnlichen Rahmen eine Bleistiftzeichnung von Lucky Lukes Pferd gemalt. Und die hängen so nebeneinander. Und das würde ich mitnehmen und mir sofort aufhängen.
Mein Name ist immer noch Sophie Passmann und das waren Fragen von Freunden von Freunden.